Erst einmal, also ich freue mich sehr auf diesen Abend. Es ist mir eine Riesenehre, es ist mir eine Riesenfreude, einfach mit euch heute Abend hier sein zu dürfen. Dieses zu einem unglaublich provokanten Einladungstext, den ich mir erlaubt habe, zu formulieren. Ich habe ihn überschrieben mit dem Punkt eigentlich in Zeiten von Corona, mein Gott, mein Geld. Und bevor ich anfange, gleich inhaltlich einzusteigen, habe ich mir erlaubt, eine kleine Folie zu machen mit ein bisschen was zu mir, damit man mir auch vielleicht ein bisschen mehr Glauben schenken mag, dass ich auch was zum Thema Finanzen vielleicht zu sagen zu habe. Mein Name ist Sebastian Mann, ich bin verheiratet, habe zwei wundervolle kleine Töchter. Ich bin Bankkaufmann, habe die Bank direkt verlassen danach, bin dann in die Vermögensverwaltung von vermögenden Privatpersonen ab 2 Millionen Euro liquidem Vermögen gewechselt, durfte Mitbegründer einer Investmentgesellschaft sein, die Immobilienprojekte in Rumänien, Bulgarien, China, Abu Dhabi projektiert und finanziert hat. Dieses Unternehmen, mein eigenes quasi, habe ich selbst 2010 verlassen, Ende 2010, da wir uns einfach unglaublich auseinanderentwickelt haben und da komme ich im weiteren Verlauf auch nochmal ein bisschen detaillierter dazu, was denn, wie man unterschiedlich bei Geld ticken kann und bei Finanzen ticken kann. Ich habe in dem darauffolgenden Jahr einen guten Freund bei einer Technologiefinanzierung unterstützt, die Private Equity Finanzierung und den Investorenbereich aufgebaut. Die haben eine Technologie für Solarmodule entwickelt. Und in dem Jahr war ehrlich gesagt so ein bisschen mein Findungsjahr. Ich habe unglaublich gehadert. Ich habe mir gedacht, meine Güte, warum eigentlich Finanzen? Diese Finanzwelt ist so furchtbar. Das gibt irgendwie, habe mit Gott auch unglaublich gehadert. Habe mir gedacht, irgendwie hättest du auch was Sinnvolles mit mir machen können. Missionar in Afrika, Pastor oder irgendwie sowas. Aber warum denn eigentlich die Finanzen? Und in dem Jahr habe ich dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe mich ganz viel realisiert, dass es zwar schön ist, Gott Vorwürfe zu machen zum Thema Geld und Besitz, aber es wäre ganz schlau, sich erstmal mit seinen Prinzipien zu beschäftigen, bevor man ihm Vorwürfe macht. Das habe ich dann gemacht und vieles, vieles lernen dürfen, viele, viele spannende Erkenntnisse gehabt. Und das hat dazu geführt, dass ich mich 2012 wieder zurück in die Beratung begeben habe als Teil der Mehrwert. Und habe parallel noch mein, also 2015 meinen Stiftungsberater gemacht. Und die letzte spannende Neuigkeit quasi war die Mitbegründung von Bibelfinanz und unserem Podcast Otto Heiliges Geld. Das so ein bisschen zu mir. Das Schöne ist, es geht aber zum Glück gar nicht um mich. Und deswegen ist das auch ziemlich uninteressant. Ich möchte aber vor allem eins machen, bevor ich jetzt hier in den fachlichen Teil weiter übergehe. Ich würde vor allem gerne die Zeit nutzen, um jetzt gemeinsam mit euch zu beten, weil mir das ein unglaubliches Anliegen ist, für diesen heutigen Abend zu beten. Und somit lade ich euch gerne ein, Teil davon zu sein. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für dieses Vorrecht, einfach heute mit dir gemeinsam an diesem Abend zu sein zu dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns einfach wirklich segnest, dass du uns begegnest, dass du derjenige bist, der einfach auch mich gebraucht als dein Werkzeug. Ich möchte einfach, das geht gar nicht um mich, sondern es geht einfach um das, was du sagst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach führst und leitest und dass du uns offene Herzen schenkst für das, was du sagen magst, dass du uns dass du einfach der Mittelpunkt von dem bist, was wir heute einfach erleben dürfen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Sehr gut. So, damit habe ich den ersten wichtigen Teil schon mal quasi abgeschlossen und auch nochmal deutlich gemacht, also es geht überhaupt nicht um mich und was ich erlebt habe, sondern ich glaube, und da soll dieser Abend heute auch dazu dienen, dass wir uns hinterfragen lassen, vielleicht auch an manchen Stellen. Und um damit anfangen zu wollen, möchte ich euch mal kurz hineinnehmen in mein Leben, in das, was mich aktuell bewegt. Und ich habe die dumpfe Vermutung, dass es euch ähnlich geht. Das ist mal so ein kleiner Auszug aus der heutigen und vor ein paar Tagen Presse. Wir sind völlig überrumpelt und überfüllt mit Nachrichten rund um die Corona-Welt. Wir hören was von Weltwirtschaftskrise oder schlimmer als das, was wir seit dem Krieg erlebt haben. Wir erleben Ausgangsbeschränkungen, Mundschutz überall. Wir erleben Trillionen an Förderungen von Regierungen gerade. Wir leben Menschen, die mit diesem Umstand einfach auch nicht mehr klarkommen, das auch zum Ausdruck bringen durch Proteste. Wir kriegen jeden Tag neue Kennzahlen quasi vermittelt, die irgendwie wichtig scheinen oder auch nicht wichtig sind. Und am Ende geht es bei diesem Virus natürlich auch vor allem um einfach ein gesundheitliches Problem, das uns eigentlich gerade bewegt. Und
Da ist es ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist eine unglaubliche Kunst, in dieser Gesamtsituation nicht völlig wahnsinnig zu werden und nicht völlig sich berauschen zu lassen von diesen Medien und von den Meldungen, die uns da gerade tagtäglich erfahren lassen. Und ich meine, ich habe selbst zwei Kinder, das ist zwar zum Glück noch nicht im Schulalter, aber Homeschooling fordert uns heraus. Wir sind im Homeoffice unterwegs. Viele Firmen machen sich existenzielle Sorgen. Viele Menschen haben Bang um ihren Arbeitsplatz. Wir erleben Kurzarbeitergeld, hier Förderungen dort. Und das alles ist eigentlich eine völlige Überflutung und eine völlige Überforderung für den, ich glaube mal, für den größten Teil von uns. Und ich habe es aber jetzt mal in der nächsten Folie mal auf die aktuellen finanziellen Themen, weil es geht ja heute primär um den finanziellen Teil, versucht mal zu beschränken. Und wir lesen dort Dinge wie Weltwirtschaft könnte 30 Mal stärker schrumpfen als in der Finanzkrise. Wir lesen Dinge wie 8 Trillionen US-Dollar staatliche Förderungen, Regierungsmaßnahmen, die das Problem des Coronaviruses finanziell in der Wirtschaft auffangen sollen. Und aktuelle Prognosen sagen, dass uns das eigentlich gar nicht ausreicht. Wir erleben, dass wir Rechtsstreitigkeiten auf der EZB-Seite erleben, dass die Anleihenankäufe vielleicht gar nicht also rechtens sind, dass sie rechtswidrig sind. Wir sehen fallende Aktienkurse. Wir sehen dann aber auch seit Wochen einen steigenden Aktienmarkt weltweit. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und um euch da mal ein paar schöne Grafiken noch mitzubringen, weil das gehört zu allen Finanzvorträgen dazu, dass man schöne Grafiken mitbringt und schöne Charts auch zeigt. Das ist ganz wichtig immer, sonst glaubt dann immer keiner, dass man davon irgendwie was Ahnung hätte. Mag ich euch mal eine Seite zeigen. Das ist aktuell die weltweite Notenbankintervention oder Regierungsintervention. Wir reden aktuell über rund 8 Trillionen US-Dollar, die weltweit als Unterstützungsmaßnahmen von Regierungen in die Wirtschaft hinein investiert werden. Wir sehen aber auch, dass wir eigentlich davon ausgehen müssen, dass uns das eigentlich gar nicht ausreicht. Und viele stellen sich die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns? Was bedeutet das für die Verschuldung eigentlich unserer Staaten und Länder? Und um darauf mal vielleicht ganz kurz drauf einzugehen, ehrlich gesagt, die Frage kann keiner beantworten. Wir erleben gerade, dass wir einfach auf Sicht in Summe eigentlich alles bewegen und alles fahren. Und wie wir diese Kuh vom Eis kriegen perspektivisch, die kennen wir eigentlich nicht, diese Antwort auf die Frage. Und ich habe hier auch nochmal einen schönen Vergleich mitgebracht. Das ist die DAX-Entwicklung 1987, 2008 und jetzt auch beginnen 2020 mit dem Krisenbeginn jeweils. Und man sieht, wir sind eigentlich zeitlich betrachtet relativ am Anfang stehend, wenn man sich diese Krisen eigentlich anguckt im Vergleich. Und ich habe an diesem Punkt, also nur damit ihr so ein bisschen Gefühl habt, wie es eigentlich so wirtschaftlich gerade wahrgenommen wird, wie die Welt eigentlich gerade aussieht, habe ich für mich, ehrlich gesagt, mir mal überlegt, wie ging es mir eigentlich vor der Corona-Krise? Und ich habe das mal versucht, im Schaubild zusammenzubringen. Ich mittendrin und meine Themen waren irgendwie meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde, meine Selbstverwirklichung, mein Beruf, mein Job, meine Finanzen, vielleicht auch ein bisschen meine Gesundheit, ein bisschen Fitness machen, ein bisschen laufen gehen. Und auch so ein bisschen den Rest der Welt im Blick behalten. Die Flüchtlingsthematik bewegt einen. Und in diesen letzten Wochen hat sich das Bild zumindest bei mir zeitweise so verändert, dass die Gesundheit, der Corona-Virus an sich, aber auch einfach die Gesamtbelastung durch die Psyche einfach, das macht unglaublich viel, ob wir wollen oder nicht mit uns. Aber natürlich auch ein riesengroßes Fragezeichen über das ganze Finanzthema. Was bedeutet das eigentlich für meine Finanzen? Was bedeutet das für mich und mein Unternehmen? Wir selbst haben auch Angestellte und es gab in den ersten Tagen ganz skurrile Momente, in denen ich mich wirklich gefragt habe, was bedeutet das für mich? Wie kann ich denn damit eigentlich umgehen? Was muss ich jetzt eigentlich als Unternehmer tun oder auch nicht tun? Ja, und andere Dinge wie Familie, mein Nächster, meine Gemeinde kommen so ein bisschen unter die Räder. Gemeinde funktioniert ja ohnehin aktuell nur irgendwie online. Keiner trifft sich wirklich. Beziehungen kann man irgendwie ganz schwer nur pflegen, außer man pflegt sie auf der Mattscheibe und via Zoom, Skype oder was auch immer. Naja, und der Rest der Welt, der rückt natürlich immer ganz schlecht, ganz tief in den Hintergrund, weil es geht ja immer erstmal um mich. Und oftmals und damit gelangen quasi andere Prioritäten halt einfach ein bisschen kleiner in den Hintergrund.
Und so ging es mir in den letzten Wochen. Und das Spannende ist, ehrlich gesagt, dass ich mich gefragt habe, was bedeutet denn das jetzt eigentlich alles für mich eigentlich? Was bedeutet das für mich, mein Leben? Was bedeutet Corona eigentlich für mich und meine Finanzen? Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir unglaublich herausgefordert sind. Und es gibt unglaublich viele Meldungen und Weisheiten letztlich darüber, was jetzt auch finanziell zu tun ist. Und ich habe mal euch ein Schaubild mitgebracht, was ich aktuell so erlebe, was denn eigentlich die großen Empfehlungen da draußen sind, wie wir eigentlich mit unseren Finanzen umgehen sollen, wie wir eigentlich jetzt unser Geld schützen können, wie wir jetzt wirklich dafür sorgen können, dass wir unsere Schäfchen ins Trockene bringen. Und da gibt es zum einen Kryptowährungen, Bitcoins, da gibt es Staatsanleihen kaufen, die sind vermeintlich noch sicher. Kann man sich die Frage stellen, ob das mit den 8 Trillionen dann noch so passt. Gold als unglaublich sicherer Hafen, natürlich ganz wichtige Krisenwährung, wird uns nahegelegt. Wir sollten aber vielleicht auch antizyklisch investieren. Wir sollten vielleicht in Aktien investieren. Aber vielleicht sollten wir doch in Immobilien investieren, denn Immobilien sind ja Betongold. Es ist ja sicher und solange der Mieter seine Miete zahlt, ist ja die Welt in Ordnung. So, der eine oder andere empfiehlt auch Klopapier, auch teilweise krisensicheres Investment gewesen die letzten Wochen. Oder einfach doch das Sparschwein alles blank liegen lassen. So, und ehrlich gesagt, ich stelle dazu überall ein riesengroßes Fragezeichen. Ich habe mich gefragt, in dieser Zeit, in der wir wirklich auch als Christen herausgefordert sind, und ich glaube, dass Corona für uns als Christen ein ganz besonderes Momentum eigentlich sein kann, um anders zu sein, um Licht zu sein in dieser Welt, dass diese Überlegungen an sich sicherlich seine Existenzberechtigung haben, aber die Frage ist eigentlich, mit was für einem Herzen versuche ich hier eigentlich gerade zu agieren, mit was für einem Herzen versuche ich hier eigentlich jetzt gerade meine Schäfchen irgendwie ins Trockene zu bringen oder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass wir viele Menschen gerade, und die Ungleichheit, die nimmt gerade massiv zu. Ich hatte das ganz anfangs mit Michael auch vorhin besprochen, wir erleben gerade auch Unternehmen, die sind völlig überfordert, die haben viel zu viele Aufträge, die kommen überhaupt nicht mit den Mengen der Dinge, die gerade auf sie zukommen, überhaupt nicht hinterher und gar nicht nach. Und auf der anderen Seite erleben wir Unternehmen, die sind in völliger Notlage, die können überhaupt nicht mehr klar denken, da ist überhaupt sämtliche Perspektive völlig hinüber. Und vom Einzelhandel im Lebensmittelbereich, denen es gut geht, bis zu Reisebüros und Airlines quasi reicht die Bandbreite komplett. Und wir erleben, dass diese Gesamtsituation unglaublich unterschiedlich ist. Und ich habe mich gefragt, wie gehe ich denn überhaupt an die Frage heran, wie investiere ich jetzt eigentlich zukünftig? Wie investiere ich denn meine Vermögenswerte, die ich habe? Und ich, ehrlich gesagt, teile eine völlig andere Herangehensweise als manche, ich würde sie vielleicht sogar diskrepierlich als Crash-Propheten bezeichnen, weil ich glaube, dass wir uns bei all diesen Möglichkeiten, die wir jetzt aufgezeigt bekommen haben, ob Bitcoins, ob Aktien, ob Klopapier oder sonst was, diese Dinge birgen mindestens genauso viele Risiken, wie sie auch vielleicht eventuelle Chancen bieten können. Und ich glaube, dass wenn wir uns auf die Frage konzentrieren, welches Investment ist denn jetzt für mich die richtige, dann bin ich eigentlich auf der völlig falschen Fragestellung und auf der völlig falschen Ebene unterwegs. Ich glaube vielmehr, dass wir in Zeiten von Corona, in Zeiten, in denen es vielleicht uns als Unternehmern gut geht, wo es uns als Haushalten vielleicht gut geht, dass es unsere Aufgabe ist, richtig großzügig zu sein. Ich erlebe gerade Menschen, die wirklich um ihre Existenz bangen und die aber gar nicht in diese Sozialleistungen hineinfallen. Ich glaube, dass jeder Unternehmer berechtigt sein muss, der jetzt gerade leidet oder auch, ich bin so dankbar dafür, dass wir dieses Kurzarbeitergeld haben, dass wir so viele staatlichen Interventionen haben und wir wirklich dafür gesorgt wird, dass wir den größten Teil irgendwie aufrechterhalten können. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass nicht alle irgendwie mitgenommen werden können. Man hat das heute auch oder beziehungsweise gestern erlebt, die Regierung hat nochmal nachgearbeitet, es fallen Branchen plötzlich runter, die kommen in Vergessenheit und müssen erst nachträglich irgendwie unterstützt werden. Aber ich glaube, dass unsere Aufgabe doch jetzt vor allem ist, einfach großzügig zu sein. Dass es unsere Aufgabe ist, jetzt großzügig zu geben, zu spenden und vor allem, wenn wir über unsere Finanzen nachdenken, dass wir nicht spekulieren, sondern dass wir investieren.
Ich glaube, dass das ein unglaublicher Unterschied ist eigentlich zwischen dem, was uns aktuell medial erreicht. Ich kriege jeden Tag irgendwelche Mails von irgendwelchen Kryptowährungen, jetzt noch irgendwie krisensicher investieren, Goldangebote. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher mit dem Löschen, ehrlich gesagt, solcher Mails. Aber das ist aus meiner Sicht die völlig falsche Herangehensweise. Ich glaube, dass wir die Chance haben, dass wir wirklich die Chance haben, den Menschen einen Unterschied deutlich zu machen. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben und deswegen auch das Bild mit dem Berg und dem Luftballon. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, gerade den Himmel auf Erden zu bringen. Wir haben die Möglichkeit, in einer Krise für Menschen da zu sein, die unsere Unterstützung brauchen. Ich glaube, dass wir schenken dürfen, dass wir Wegbegleiter sein dürfen. Ich glaube, dass wir Investoren sein dürfen. Ich glaube, dass wir Investoren in Unternehmen sein dürfen und vielleicht nicht unbedingt gleich eine Rendite erwarten müssen, ein Darlehen vereinbaren müssen, sondern dass wir wirkliche Investoren sein können und dass wir großzügig geben können. Warum glaube ich das eigentlich? Ich glaube, dass es oftmals, so wie ich das gerade wahrnehme, wenn ich Nachrichten lese, dann kommt einem da unglaubliche Angst, unglaubliche Panik entweder auf oder ehrlich gesagt, vielleicht sogar auch Gier. Vielleicht auch die Gier, der einzige Mohikaner noch zu sein, wenn ich meine Schäfchen jetzt in Gold investiere, dass ich der Letzte bin, der dann beim Bäcker noch ein paar Spuren von meinem Goldbarren abhobeln kann, damit ich noch ein Brötchen bekomme. Wir versuchen oftmals irgendwie das sicher zu machen, was eigentlich gar nicht sicher ist. Und ich habe in der Bibel versucht, die Stelle zu finden, in der geschrieben steht, dass wir krampfhaft und tagelang ohne Unterlass danach suchen sollen, wie wir unsere Finanzen richtig organisieren sollen und richtig investieren können in Zeiten von Corona. Ich habe sie aber nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, sind Aussagen, wie wir sie in Sprüche 3, 5, Vers 6 finden. Dort steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg weisen. Ich finde Stellen wie in Matthäus 6, 31, Vers 34, in denen drin steht, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen oder Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr auf ihn vertraut und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das ist für mich dieser Vers, den Jesus hier selbst einfach auch gesagt hat, das ist ein völliges Wunder, was da steht. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen wirklich um ihre Existenz bangen, um ihre Vermögenswerte bangen, um ihren Arbeitsplatz bangen. Und wir haben das Vorrecht, jemanden zu kennen, der sagt, ich will dein Versorger sein. Ich will dir geben, was auch immer du brauchst. Und Gott lädt uns ein, vielleicht Teil dieser Versorgung zu sein, indem wir diesen Menschen begegnen und Licht sind in dieser Welt, indem wir abgeben von dem, was wir haben. Und das Spannende ist auch, ich habe manchmal in den ersten Tagen war es wirklich so, dass ich mir dachte, meine Güte, das geht mir aber auch auf den Keks. Ich habe so viel Nachrichteneinfluss, ich erlebe so viel negative Nachrichten. Die ersten 3 Tage, als wir diesen Lockdown hier erfahren haben und ich mich natürlich ganz viel mit den Finanzthemen beschäftigt habe und mich gefragt habe, wie wird sich das entwickeln? Was können wir jetzt machen? Was ist sinnvoll für meine Investoren, für meine Mandanten? Dass ich wirklich gemerkt habe, ich gehe abends richtig schlecht gelaunt ins Bett. Und es kam irgendwann der Moment, in dem ich mir dachte, boah, mir ist das alles zu viel. Ich kann das überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht vorhersehen, wie sich diese Welt jetzt entwickeln wird, was die richtigen Maßnahmen sind, wie man sein Geld jetzt richtig investieren kann. Ich kann auch nicht vorhersehen, was Corona mit mir gesundheitlich macht. Ich kann nicht vorhersehen, was es mit meiner Familie macht. Ich kann überhaupt nichts vorhersehen. Und ich habe mir einfach nur gewünscht, dass jemand in mein Leben kommt und ich einfach alles abgeben darf. Dass mir irgendjemand kommt, der diese ganze Last einfach nimmt. Und dabei ist mir eigentlich ganz banal aufgefallen, dass Jesus das doch schon längst angeboten hat. Und ich habe mich nach den ersten 3 Tagen hingesetzt und habe alle meine Besitztümer, alles, was ich habe, alles, was Gott mir anvertraut hat, meine Gesundheit, meine Finanzen, mein Unternehmen, ich habe es aufgeschrieben und nochmal ganz deutlich vor Gottes Thron gebracht. Ich habe Gott gesagt, Jesus, das ist deins. Ist nicht meins, mir gehört gar nichts davon, sondern es ist alles deins. Ich bin dein treuer Verwalter, das ist meine Aufgabe, aber nicht mehr und nicht weniger. Und ich wünsche mir, dass du mir zeigst, was dran ist und was zu tun ist. Und ich glaube, wenn wir in diese Welt hinausblicken, wenn wir den Menschen auf der Straße begegnen und ihnen sagen würden, dass wir jemanden kennen, der sie versorgt mit allem, was sie brauchen, dann ist das eine unglaubliche Botschaft für die Menschen da draußen.
Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist in Matthäus 6, ist: Niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen gar verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Für mich war es so, dass ich in den ersten Tagen wirklich so das Gefühl hatte, dass ganz viele Götzen in meinem Leben plötzlich wieder zerfallen sind. Ich habe gemerkt, wie ich einfach meine Vermögenswerte nicht unter Kontrolle habe. Wie ich sie zwar weise investiert hatte vielleicht, aber ich merkte einfach, ich habe überhaupt nichts unter Kontrolle. Und ich merkte, wie plötzlich Angst in mir aufkam oder aber auch, als die Märkte wirklich deutlich gefallen sind, dass ich schon wieder gierig wurde, dass ich mir dachte, na, das könnte eine günstige Einstiegsgelegenheit sein. Jetzt könnten wir vielleicht nochmal guten Investitionszeitpunkt erreicht haben. Und ich aber merkte, dass jedes Mal, wenn ich so denke, dass auf gar keinen Fall Jesus ist, der in mir redet, sondern dass es einfach pure Gier ist, dass es der Mammon letztlich ist, dass es Geld ist letztlich, das mich motiviert und dass mich diese Zeit, die ich da hinein investiere, völlig fehl investiere. Und Jesus weist uns darauf hinan, einfach, dass wir nicht das eine und das andere können. Wir können nur eins von beiden. Und ich möchte uns davor warnen, dass wenn wir uns mit der Frage beschäftigen oder Investitionsentscheidungen überlegen zu treffen, dass wir entweder gierig werden oder dass wir angstgesteuert handeln. Ich glaube, dass viele Menschen, ich möchte mal ein Beispiel zum Beispiel herausnehmen. Nehmen wir das Thema Edelmetalle, nehmen wir das Thema Gold. Seit eh und je ein unglaublich spannender Investitionsfaktor. So eine begrenzte Menge an Investitionsvolumen besteht uns zur Verfügung. Gold ist endlich. So, und wir investieren, also der Goldpreis steigt und steigt und steigt. Nüchtern betrachtet ist Gold allerdings ein maßlos wertloses und völlig sinnbefreites Investment. Knapp 60% davon wird in der Schmuckindustrie verwendet und eigentlich kann es außer schwer sein, gelb glänzen, nichts wirklich anderes. Und wir haben aber das Gefühl, dass wir, und das seit Jahrhunderten irgendwie so, dass wir ja mit Gold eine unglaublich sichere Form finden. Dass Gold irgendwie beständig ist, dass ich es ja am Ende wieder in eine andere Währung eintauschen kann. Aber wenn ich etwas Nutzloses habe, warum soll es mir dann viel wert sein in einer anderen Währung? Das Spannende ist, dass wir uns früher in anderen Zeiten, also bis in den 70er Jahren, hatten wir noch eine Währungsabhängigkeit zum US-Dollar und zum Goldpreis. Die haben wir aufgegeben. Es gibt kaum eine Währung, die irgendwie an den Goldpreis noch gekoppelt ist. Und die Frage ist auch, warum? Und man hat es aufgegeben. Und ich glaube, dass es vielleicht sinnvoll ist, einen Teil seines Vermögens in Edelmetalle zu investieren, aber sicherlich nicht mit der Motivation zu glauben, dass ich mich davor irgendwas schützen könnte. Und die Frage ist natürlich auch, und das war 2012, als die Frage nach der Euro-Krise aufkam, wie stabil ist das europäische Land eigentlich insgesamt, dann muss man einfach feststellen, dass der Goldpreis massiv gestiegen ist und seitdem massiv wieder gefallen ist. Bis jetzt zur Corona-Zeit, an dem er seine neuen Höchststände erreicht. Das heißt, Gold zum Beispiel ist ein reines psychologisches Investment, an dem man eigentlich dann nur erwarten darf, dass er steigt, wenn die Angst groß ist. Sobald die Angst nachlässt, fällt der Goldpreis wieder. Und das Gleiche ist mit, da könnte ich jetzt jede einzelne Investitionsform aufzählen, die uns irgendwie vor Augen scheint. Und jedes hat seine Vor- und Nachteile. Jedes hat gewisse Risiken mit sich gebracht und kann Chancen bieten, muss es aber nicht. Und ich glaube aber, dass wir aufpassen müssen, was uns in diesem Faktor, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wirklich motiviert. Dass wir uns fragen, was in meinem Herzen rührt da jetzt eigentlich gerade, wenn ich diese Investitionsentscheidung treffen will. Was ich viel spannender, ehrlich gesagt, in diesem Zusammenhang auch noch finde, und das ist eines meiner großen Herzensanliegen, ist, dass wir Gott eigentlich unsere Finanzen wirklich anvertrauen. Und da komme ich immer wieder an eine Stelle, an der viele Christen immer so ein bisschen Ausschlag kriegen, Nackenhaare hochsteigen. So. Und die finden wir im letzten Buch des Alten Testamentes in Malachi. Malachi steht 3, Vers 10. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Himmelstore für dich öffne und dich mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Das ist ein Investitionsprinzip, das völlig konträr zu dem ist, was ich in meinem Studium je gelernt habe. In meinem Studium steht nirgends etwas von, gib anderen, erwarte keinen Zins und erwarte auch nicht, dass sie dein Geld zurückgeben und fühl dich dabei immer noch gut. Das gibt's nicht. Also in der Wirtschaft ist das ein völlig skurriles, also das ist einfach nur schizophren und doof. So. In unserer Bibel steht es aber drin. Und die spannende Frage ist, warum, ich habe mich wirklich immer wieder gefragt, warum eigentlich Gott? Was ist los mit dir?
warum musst du diesen Vers eigentlich in die Bibel geben? Warum gibst du uns das eigentlich mit? Und dabei bin ich zu folgenden Erkenntnissen gekommen, die ich gerne mit euch teilen will. Das eine ist, ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er den kompletten zehnten Teil genannt hat. Ich wäre total frustriert, wenn es irgendwie 7,8er Teil wäre. Das würde mich jeden Monat unglaublich herausfordern, das auszurechnen. Der zehnte Teil ist eine unglaubliche Erleichterung, weil das ist einfach die Zahl. Da brauche ich nicht mal Mathematik studiert haben. Das ist die Zahl, um die letzte Stelle gekürzt und schon habe ich 10% erreicht. Da bin ich ihm sehr dankbar, dass er das auch für Nicht-Mathematiker geschaffen hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass er sagt, stellt mich doch damit auf die Probe. Es ist die einzige Stelle in der Bibel, die ich je gefunden habe, in der Gott höchstpersönlich, und das ist das Nächste, spricht und sagt, stell mich doch damit auf die Probe. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für dich öffnen und dich mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Ich habe mich gefragt, Gott, was ist los eigentlich? Warum brauchst du meine Kohle? Warum willst du den zehnten Teil meiner Ernte eigentlich haben? So, hast du dich verspekuliert? Bist du irgendwie in Lehman Brothers beteiligt gewesen? So, was ist los mit dir? Und ich komme aber immer wieder zu der Erkenntnis, dass es Gott doch überhaupt nicht um mein Geld, um meine Besitztümer geht, sondern es doch einzig und allein um mein Herz geht. Gott lädt uns ein, ihn auf die Probe zu stellen. Er lädt uns ein, dass wir ihn höchstpersönlich auf die Probe stellen. Und er verspricht uns sogar etwas, was wir mit Geld überhaupt nicht kaufen können. Er verspricht uns etwas, indem er sagt, ob ich nicht die Himmelstore für dich öffnen werde und dich mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und wir sehnen uns irgendwie nach einem ausgeglichenen Work-Life-Balance-Verhältnis und wir wünschen uns irgendwie Frieden im Herzen, wir wünschen uns irgendwie gute Beziehungen, wir wünschen uns ein freudiges Herz irgendwie für die Dinge im Leben. So, und ich glaube, dass das alles zum Beispiel Segnungen sein können, die Gott uns schenken kann. Das sind aber alles Dinge, die ich mir nicht kaufen kann. Und die bietet uns Gott höchstpersönlich einfach an. Und man kann mir ja auch sagen, also in meiner Welt, in meiner Finanzwelt ist das total schizophren, was ich den Leuten damit erkläre. Normalerweise müsste ich ihnen sagen und müsste ich euch allen sagen, rettet euch, solange ihr noch könnt. Ja, bringt eure Schäfchen ins Trockene, sorgt noch schnell vor, damit ihr im Ruhestand genug habt. So, und in der Altersvorsorge wird es eh eng mit der deutschen Rentenversicherung, super kompliziert. Vor der Staatsverschuldung müssen wir wirklich aufpassen, das kann alles noch super, super schlimm werden. Und im gleichen Atemzug sage ich euch aber eigentlich als Finanzberater, dass ihr darauf gar nicht so groß hören solltet, sondern vielleicht lieber auf das, was Gott eigentlich sagt. Indem wir großzügig geben, indem wir wirklich Licht sind in dieser Welt. Nichtsdestotrotz möchte ich die Frage nach der Finanzinvestition nicht beantwortet haben. Ich habe natürlich auch geguckt, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema, wie investieren wir? In der Bibel lesen wir ganz viel darüber, dass wir nicht spekulieren sollen. Jemand, der schnell reich wird, schneller Reichtum schwindet bald, heißt es in der Bibel. Wir lesen auch, dass wir auf unser Herz aufpassen müssen, wenn wir investieren. Dort steht auch, dass kluger Rat wertvoll ist. Da steht auch nicht, viele Köche versauen den Brei, sondern ich glaube, dass wenn wir Investitionsentscheidungen treffen wollen, dann ist es unglaublich gut, dass wir Ratgeber haben, dass wir lernen, offen über unsere Finanzentscheidungen zu reden. Und damit rede ich nicht davon, dass man sich einen Finanzberater ausschließlich suchen soll. So, der kann vielleicht ein guter Ratgeber sein, aber ich glaube, es braucht viel, viel mehr Ratgeber. Es braucht Menschen um einen herum, den Hauskreis, die Ehe sowieso also wenn ich verheiratet bin, sowieso mit meinem Ehepartner drüber reden. Aber warum nicht einfach auch den Hauskreis, die den Pastor mit einladen, dafür zu beten, wenn große Investitionsentscheidungen anstehen? Ich wünsche mir, dass wir da eine ganz andere Kultur entwickeln und mit Finanzen ganz anders umgehen, dass wir frei werden und nicht, dass es uns in Besitz nimmt. Und in der Bibel lesen wir, und das hat mich sehr, sehr gefreut, und das ist einer meiner Lieblingsverse, wenn es um das Thema Investieren geht, dort steht, verteile dein Vermögen auf 7 oder sogar 8, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Erde hineinbricht. Markowitz haben wir dafür in den 50er Jahren den Nobelpreis verliehen, dafür, dass er die Portfoliotheorie erstellt hat und unterm Strich nichts anderes gemacht hat, als Prediger 11, Vers 2 in mathematische Formel zu packen. Die Grunderkenntnis seiner Theorie basiert darauf, es macht nicht so viel Sinn, alles auf eine Karte zu setzen. Das ist ein wirklich Nobelpreis-verdächtige Erkenntnis, die mathematischen Formeln vielleicht schon eher, aber ich glaube, dass diese Weisheit, die Gott uns da mitgegeben hat, unglaublich wertvoll ist. Und es tut mir total leid, wenn in dem Teaser, den ich geschrieben habe, vielleicht der ein oder andere heute sitzt und sagt, ich hatte so gehofft, dass mir heute jemand sagt, dass ich Gold kaufen soll, dass ich Bitcoins kaufen soll, dass ich noch schnell eine Immobilie kaufen soll oder dass ich in Aktien investieren soll.
Und ich muss euch leider sagen, ich kann euch weder die eine noch die andere Frage beantworten. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass in der Bibel steht, dass wir es verteilen sollen, dass wir diversifizieren sollen, dass wir nicht alles in eine Richtung bringen sollen. Aber, und das steht auch in der Bibel, dass wir investieren sollen. Wir lesen, wenn wir das Gleichnis der Talente uns zum Beispiel angucken, dass der Jüngling ein bisschen auf den Deckel gekriegt hat für das, was er getan hat, indem er das Geld, seine Talente, und Talente sind entweder Währungseinheit zur damaligen Zeit oder eben auch die Begabungen und Fähigkeiten, und ich glaube, es spricht für beide Felder unglaublich gut, dass wenn wir die verbuddeln, wenn wir das Geld einfach rumliegen lassen, wenn wir das Geld einfach aus Sicherheitsgründen versuchen, irgendwie beisammen zu halten, dass das nicht unbedingt die coolste Nummer ist. So, in der Bibel lesen wir dann, dass wir dafür eher Ärger kriegen und dass es dann eher heißt, hättest du es mir wenigstens zur Bank gebracht, dann hätte ich wenigstens einen Zins bekommen. Leider ist das mit dem Zins aktuell auch super schwierig und so wie es aktuell auch sieht, wohl in näherer Zukunft auch eher unwahrscheinlich, dass wir da zu einer schnellen Veränderung kommen. Und somit möchte ich uns ermutigen, dass wir Investoren sind, aber nicht klassische Investoren in dem Sinne, dass wir nur danach trachten, wie wir mehr aus unserem Vermögen machen können, sondern dass wir uns eher das akzeptieren, dass uns das eigentlich alles gar nicht gehört, dass wir viel mehr eigentlich Verwalter sind und dass wir viel mehr geben sollen. Und wenn wir investieren, und das heißt ja nicht, dass wir alles geben sollen, das finde ich völligen Quatsch. Also ich bin auch Investor und ich darf auch Vermögen verwalten, ich darf auch für meine Familie vorsorgen und das ist mir eine Riesenehre, dass Gott mir das anvertraut, aber ich möchte es mit ihm machen. Ich möchte mit ihm abstimmen und ich möchte darauf vertrauen, dass ich nicht die Weisheit habe, zu entscheiden, dass Bitcoins funktionieren, Gold funktioniert oder was auch immer funktioniert oder auch nicht funktioniert. Diese Weisheit hat keiner von uns und jeder, der euch begegnet und erklärt, und da gibt es gerade viele Philosophen da draußen, vor allem Finanzphilosophen, die uns weise erklären wollen und auch gute Gründe haben, warum man jetzt in die eine oder andere Anlageklasse investieren soll, dass die Bibel uns davor eigentlich warnt. Und das wünsche ich mir, dass uns das gelingt, dass wir unser Herz da wirklich massiv prüfen, weil wir herausgefordert werden in dieser Zeit, glaube ich, erst recht. Ich habe das für mich für heute Abend in 4 Punkte eigentlich versucht festzuhalten. Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, und das war mir persönlich in dieser aktuellen Phase unglaublich wichtig, wieder ganz neu deutlich auch mir zu erklären, Gott zu erklären, dass Gott mein Versorger ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit, das teile ich auch super gerne, ich bin seit 2012 in der Finanzberatung zurückgegangen und als ich gegründet habe, habe ich unglaublich naive Entscheidungen getroffen. Meine Frau war im Studium, hat 450 Euro verdient. Ich hatte auf den Gründungszuschuss gehofft, der damals noch gezahlt wurde. Und als ich gegründet habe, hat 2 Tage vorher der Bundespräsident das Gesetz oder die Empfehlung unterschrieben, dass sozialversicherungspflichtige Angestellte bzw. Angestellte, die in einen sozialversicherungspflichtigen Job überschreiten sollen, keinen Gründungszuschuss mehr erhalten sollen. Und ich war 2 Tage später bei der Agentur für Arbeit und wollte eigentlich diesen Gründungszuschuss ergattern und habe ihn nicht bekommen. Ich dachte mir, na, das fängt ja schon mal richtig gut an. Das ist die perfekte Ebene, um ein Unternehmen zu gründen, wenn wir schon mal finanziell jetzt eher auf dem Wasser laufen so, und noch mehr Wellen eigentlich vor uns sehen. Und seit 2012, und das ist total skurril, ich lebe arbeite in einer Branche, die einfach völlig skurril eigentlich ist, die total umkämpft ist, die total also schwierig ist einfach und viele auch meiner Kollegen und Wettbewerber einfach wirklich es gar nicht so leicht haben, Menschen für sich zu gewinnen in der Beratung. Ich lebe seit 2012 ausschließlich von Empfehlungen. Ich lebe seit 2012 von dem Vorrecht, dass zur richtigen Zeit, und das ist wirklich skurril, also das ist für mich ein pures Wunder, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit mit den richtigen Anliegen kommen. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, dass ich die tollsten Empfehlungen gebe oder dass ich der tollste Berater auf dieser Erde bin, das mit Sicherheit nicht. Aber ich finde es unglaublich faszinierend, dass, und das nehme ich völlig an, dass das eigentlich nicht ich bin, der dafür sorgt, sondern dass das Gott ist. Wir haben kein großes Marketingbudget, wir machen ehrlich gesagt da kaum etwas, sondern erleben es wirklich, dass irgendwie zur richtigen Zeit immer die Richtigen kommen. Ich frage mich immer wieder, wie Gott das eigentlich macht. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass die alle im Januar anrufen, machen sie aber gar nicht, sondern das kommt wirklich übers Jahr verteilt. Und das ist mir ein Riesenvorrecht. Und ich glaube, dass es viele Unternehmer da draußen gibt, gerade die wirklich angewiesen sind auf Hilfe.
Und da ist es denjenigen eine Aufgabe, und das meine ich ernst, dass, und da nehme ich mich auch nicht zurück, dass wir für diese Unternehmer im Gebet einstehen müssen, dass wir für sie beten müssen, dass wir für sie da sein müssen und dass wir sie auch finanziell mittragen müssen. Und auch Haushalte, die vielleicht darunter leiden, da ist es unsere Aufgabe als diejenigen, denen es noch gut geht, dass wir sie einfach mittragen. Aber ich glaube, das funktioniert erst recht dann richtig gut, wenn wir wirklich akzeptieren, dass Gott mein Versorger ist. Was ich für mich auch gelernt habe, ist, dass ich einfach für meine Finanzen wirklich bete. Es ist total schizophren, und ich glaube, das ist das, was mich am meisten erschüttert hat, dass ich im Gottesdienst sitzen kann, die Hände unglaublich weit hochbringe und jubelnd singen kann: Gott, du bist der Größte, der Schönste und überhaupt und generell, aber bei den Finanzen bist du raus. Und das ist total schizophren, dass ich Gott um Heilung bitte, dass ich Gott um Gnade bitte, dass ich Gott um Vergebung bitte, aber ihn bei meinen Finanzen nicht teilhaben lasse. Und das wünsche ich mir für uns, für jeden Einzelnen, dass wir lernen, über unsere Finanzen wirklich zu beten, dass wir Gott mit einladen, Teil dieser Sache zu sein, weil es letztlich seins ist und nicht unseres ist. Und dass wir ihm vertrauen. Ich glaube, dass wenn wir uns Ratgeber suchen, und nicht, ich meine damit wirklich nicht Finanzberater, so überhaupt nicht, sondern ich glaube, dass wenn wir uns Menschen sammeln, die mit über Finanzen entscheiden, mit über Finanzen beten, uns Ratschläge geben, uns Empfehlungen geben, wenn wir uns wirklich danach ausstrecken, einfach Lösungen zu entwickeln und Menschen einladen, Teil davon zu sein, dass Gott wirklich sprechen kann. Und dass, wenn Gott manchmal skurrile Dinge sagt, dann sollten wir darauf einfach hören. Ein Beispiel dazu, zum Beispiel aus meiner Sicht oder aus meinem Leben. Ich bin auf einer Reise gewesen im Auto, und ich habe zu dem Zeitpunkt eine Predigt gehört, über dem es darum ging, das Wirken des Heiligen Geistes in einem selbst. Und ich hatte gemerkt, boah, ich wünsche mir das so sehr. Ich habe Jesus gesagt: Mensch, wirklich, ich wünsche mir, dass der Heilige Geist in mir lebt, und ich wünsche mir, dass, Jesus, ich will mich voll und ganz nach dir ausstrecken. Und yes, ich fand das richtig gut. Im gleichen Augenblick, beziehungsweise danach, folgte die Predigt zum Thema Geld und Besitz, und es ging über den Zehnten hinaus, übers Opfergeben. Und ich saß im Auto und dachte mir: Ach du Schande, ich weiß gar nicht, ob ich den Heiligen Geist doch wirklich in mir haben wollte, aber ich habe wirklich gemerkt, wie in mir eine unglaubliche Freude und ein Wunsch entstanden ist, dass wir mehr geben als den Zehnten. Und ich kam nach Hause zu meiner Frau und habe ihr gesagt: Hey Lena, wir werden jetzt nochmal richtig all in gehen. Wir werden jetzt nochmal großzügig geben. Das ist mir wichtig. Wir wollen das machen. Und ich habe ihr von der Zahl erzählt, die mir auf dem Herzen liegt. Und meine Frau hat mich mit unglaublich großen Augen angeguckt und hat daraufhin gesagt: Okay, warte mal, bevor wir jetzt hier irgendwas entscheiden, was solche Dimensionen annimmt, wäre es ganz gut, wenn wir eigentlich beten. Und wir haben uns Tage Zeit genommen. Wir haben darüber gebetet. Und gleichzeitig ist aber so, dass wir als Familie auf der Haussuche waren und uns gefragt haben: Hey, wollen wir nicht eigentlich, macht es nicht Sinn, in ein Haus zu investieren? Und wer das schon mal gemacht hat oder damit Berührung hat, der weiß, dass Eigenkapital unglaublich wichtig ist für den Hauskauf. Und wir haben erlebt, dass wir aber wirklich beide gemerkt haben: Hey, es ist dran, gewissen Menschen und auch Organisationen ganz bewusst Geld zu geben. Wir haben dieses Geld gegeben, und es war klar, dass unsere Eigenkapital geringer ist. Das Ergebnis ist ehrlich gesagt aber nicht, dass ich jetzt ein Haus gekauft habe und Gott mir auf überdimensionale Art und Weise neues Geld geschenkt hat, sondern das Ergebnis ist, dass wir einen unglaublichen Frieden haben, dort zu wohnen, wo wir jetzt gerade sind. Und Gott uns gerade in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, dort gebraucht, in unserer Nachbarschaft, um dort Menschen von Jesus zu erzählen, Licht zu sein und in dieser Nachbarschaft irgendwie zu versuchen, den Menschen es irgendwie erträglich zu machen. Und das war für mich einer dieser Gedanken oder einer der Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, dass Gott Segen schenken kann. Nicht unbedingt immer finanziell, sondern einfach mit einem Frieden, den ich mir nicht hätte erkaufen können. Und das meine ich mit Vertrauen. Ich glaube, dass Gott wirklich uns manchmal herausfordern will, dass er manchmal Dinge mit uns machen will, die uns irgendwie schizophren klingen. Aber ich glaube, dass wir genau darauf eigentlich hören sollten. Und dass wir treue Verwalter sind. Dass wir aufpassen, dass weder Geiz, Gier noch Angst unser Handeln bestimmen, wenn es um unsere Finanzen geht. Und ich glaube, dass wir da wirklich herausgefordert, aber auch eingeladen sind, wirklich, dass Gott diesen Raum einnimmt. Und dass wir diese treue Verwalterschaft ernst nehmen und voranschreiten. Punkt erstmal. Und was mir an dem Punkt vielleicht noch abschließend, das mag ich noch teilen mit euch,
Was ich aktuell auch erlebe, ist natürlich, und das erlebt ihr sicherlich auch, dass ganz viele Menschen sicher unglaublich verunsichert sind über die Maßnahmen, die wir gerade hier erleben, über Mundschutz und vieles, vieles andere mehr. Ich glaube, dass es vor allem jetzt in dieser Zeit wichtig ist, dass wir den Menschen, dass wir wirklich für die Regierung auch beten, für die Handlungsmaßnahmen beten und dass wir für Weisheit dort einstehen und dass wir den Menschen einfach freudig begegnen. Ich erlebe, dass hier in Nürnberg auch gerade viele, viele Herzen ein bisschen verbittert werden. Und da wünsche ich mir, dass wir es schaffen, einfach Licht zu sein. An dem Punkt möchte ich erstmal ein Ende setzen. Ich hatte 40 Minuten, hat man mir gesagt. Ich habe es fast eingehalten und hoffe, dass ich die Erwartungen wenigstens ansatzweise erfüllen konnte, wenn auch vielleicht auf viele der Fragen, wie auch im Kleinen geschrieben, viele Antworten offen bleiben, weil es die, glaube ich, einfach nicht gibt.